Eure Mittelwicklungsreparatur. Ihr braucht dazu ein Messer, einmal den Mittelwicklungsgarn, ein Winder, eine Zange gegebenenfalls und ein Feuerzeug. Zuerst trennt ihr eure alte Mittelwicklung auf. So fusselt ihr euch das Ganze ab, einfach drehen. Und nachdem ihr das Ganze runtergefummelt habt, legt ihr euch hier so eine Schlaufe, drückt die mit dem Fingernagel fest. Das sieht dann so aus. Wickelt ungefähr 9-mal um die Schlaufe herum, um das Ganze zu fixieren. In dem Fall, dass ihr das Ganze nicht einwickelt in die Sehne, schweißt ihr das Ganze mit dem Feuerzeug ab. Einfach ganz kurz anbrennen, bis ein kleiner Pilz entsteht. Das Ganze einfach abgedreht und fertig. Dann stellt ihr euren Winder auf so fest, wie ihr das braucht, wie die Mittelwicklung sein muss, und fangt einfach an zu spinnen. Wenn ihr mit dem Ganzen am Ende angekommen seid, dann schneidet ihr euch so ein kleines Stück ab, macht so, geht von hinten herum, schlagt das hier durch, ungefähr 6, 7, 8, 9 Mal, je nachdem, wie ihr das für nötig haltet. Eigentlich reicht in der Regel 6 Mal, dann ziehen wir das Ganze hier unten durch. Halten das mit dem Daumen fest, wickeln es 6-mal herum. Am besten Finger drin lassen, durchziehen, festziehen mit der Hand. Dann einfach nur noch abschneiden. Kurz das Feuerzeug dran halten, wenn es denn geht. Und fertig.